Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Rhyme im Nachschlag sozusagen. Wir haben ja gestern erlebt, wie der Junge wohl dahingeschieden und der Vater auf dieser Welt trauerte. Es war eine Trauergeschichte, die uns hier erzählt wurde. Und da wollen wir mal schauen, was uns hier jetzt ein bisschen erwartet hat. Ja, wir haben hier noch ein bisschen Embleme freigeschaltet, da sehen wir das dann. Dann haben wir hier auch nochmal die Galerie. Ich werde mal kurz hier mit dem Mauszeiger rüber, damit er weggeht. Dann schauen wir mal hier, oh, da ist einiges hinzugekommen. Steigen wir mal hierzu ein. Lassen wir uns die Bilder mal auf uns so ein bisschen wirken. Ihr könnt es ja jederzeit immer pausieren, falls es euch zu schnell ist. Oh, das sieht so geil aus. Schlicht, aber genial einfach. Ah, ja. Genial. Ja, die Szene. Ja. Ja, wenn man es einmal gespielt hat, dann erzählen einem diese Bilder ganz viel. Oh ja, gerade diese Szene. Ich habe ein Kloß im Hals gehabt. Oha. Ah, okay. Das Kinderzimmer, hier die Gang. Ah, diese Klamotten kann man sozusagen freischalten. Das Blaue hatten wir schon, dann gibt es das Schwarze. Das sieht auch geil aus. Das ist dann nochmal die Konzeptart zu der Insel. Also bildertechnisch haben wir alles freigeschaltet. Schlüssellöcher ist einiges, Schlaflied ist noch einiges. Die an die Embleme. Da sehen wir, das ist die Welt 1 und sonstiges. Outfits, da sehen wir, wie gesagt, die Outfits. Jo, gehen wir mal Escape. Und was passiert bei Fortfahren? Mal gucken, was bei Fortfahren passiert. Schauen wir uns das mal an. Was passiert bei Fortfahren? Aha. Okay. Sind das nochmal die letzten Momente, die uns hier erzählt wurden? Dass das sozusagen der letzte Level ist, der sozusagen noch geladen ist? Oh, mal schauen. Ja. Das sagt's uns nochmal, ne? Ja, da springen sie alle runter und wir sind nicht, also wir sind auch dann gesprungen, genau. Der endgültige Abschied. Wir können ja mal zum Hauptmenü zurück. Beenden geht ja ungespeichert, denn es ist gespeichert. Gehen wir mal zurück. So, jetzt muss er nochmal kurz laden. Gucken wir mal. Genau, so. Und dann können wir wohl das Kapitel laden. Level-Auswahl. Schauen wir mal. Aha, da sind nämlich wirklich... Also das sind wirklich die Todesphase, wie ich dann nachher gesagt hatte. Das ist einmal leugnen. Dann die Wut. Das Verhandeln. Die Depression. Und dann die Akzeptanz, wo wir dann sozusagen den Abschied gemacht haben, indem wir dann heruntergesprungen sind. Ja, und da sehen wir, wie viele Objekte versteckt sind. In Leugnen fehlen uns 3 Fuchs-Items. Ein Klamottenteil wäre da noch. Ein Spielteil, ein Muschelteil. Da sehen wir, was wir dann so sammeln können.
Ja, es behandelt wirklich den Tod. Wie ich da nachher auch selber noch drauf gekommen bin. Geniales Spiel. Also, ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. Es kann ich echt jedem empfehlen. Ja, das war die Sache mit dem Vogel. Ja, das Verhandeln. Das waren ja auch die an den Säulen da so. Da haben wir ein Bruchstück nur gefunden. Ich kann es einfach noch mal in einer starten. Wir machen mal das Leugnen noch mal. Ja, beim Leugnen sieht man ja halt, das ist alles noch schillernd, das ist alles noch bunt. Ja. Man sagt von sich, ja, was soll denn alles sein? Man lebt doch, ja? Das trifft's ganz gut. Und dazu muss man halt wissen, die meisten wissen es ja schon, dass ich halt auch in der Seniorenbetreuung arbeite. Und dann habe ich halt mit Menschen zu tun, die diese Phasen ja immer durchgehen, ne? Bis sie dann halt dann irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo der Punkt gekommen ist. Ja? Das ist ein sehr philosophisches Spiel. Und man kann es doch alles sammeln. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir das dann vielleicht komplett mal machen oder selbst nochmal bei Twitch. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal schauen. Ja, dann haben wir sozusagen den Anfang hier nochmal. Ich weiß nicht, ob man den überspringen kann. Nee, geht nicht. Wenn man es natürlich kennt, das Intro ist natürlich ein bisschen... Ja. Wir hätten machen können, dass man das Intro vielleicht überspringt. Das wäre vielleicht gar nicht mal so unverkehrt gewesen. Die Frage ist, ob das Wort Rhyme natürlich auch eine Bedeutung hat. Ja, da merkt man, ich habe mich extremst vorbereitet. Aber dafür war der Überraschungseffekt umso größer. Ne? Ja. Ne? Ja, wenn man weiß, warum das ganze Spiel so ist, dann sieht man das dann gleich nochmal mit ganz anderen Augen, ne? Tja. Wahnsinn. Aber wie gesagt, das ist Storytelling auf wirklich höchstem Niveau. Frage ist natürlich, ob hier auch was unter Wasser ist. Ich kann ja mal hier tauchen. Ich glaube, hier haben wir gar nicht so viel getaucht. Geil, wie uns das jetzt ganz Unzeit immer angezeigt wird. So, jetzt nicht mehr, okay. Weil das Spiel anscheinend begriffen haben, dass wir die Steuerung begriffen haben. Ja. Die Frage ist natürlich, wo hier sich die ganzen Objekte verstecken. Wir können ja mal gucken, ob wir wirklich hier noch da oder dort eins finden. Ein bisschen spiele ich jetzt einfach mal. Und dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob wir gemeinsam entweder über YouTube, also ob ich auf YouTube selber für mich hier nochmal auf die Suche gehe, oder wenn dann der neue Rechner da ist, früher würde ich das glaube ich nicht machen, dann werde ich dann auch die höhere Grafik dann nochmal einstellen. Ob wir das dann auf Twitch gemeinsam machen. Das könnt ihr dann gerne mal hinterlassen. Aha, da ist auch zum Beispiel ein Objekt.
Nur mal schauen. Ja. Man ist hier einfach gestrandet und dann kommt das so. Halt, die Kamera ärgert mich gerade ein bisschen. So, ich weiß nicht, ob wir da rangekommen. Müssen wir mal schauen. Das sieht nicht so aus. Hier sieht es doch nach einer Möglichkeit aus. Muss ich jetzt darüber springen oder darüber springen? Ah, okay. Einmal hier wohl rüberspringen. Hätten wir auch darüber springen können? Ich weiß es nicht. Man weiß immer so wenig. Ah, okay. Da haben wir tatsächlich was gefunden. Und so funktioniert das also mit dem Replay-Modus. Und was haben wir gefunden? Wir haben ein Spielzeug gefunden. Da ist es. Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt einfach so rausgehen, ob das einfach in der Sammlung da ist. Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Ob er das dann mir so übernimmt. Das werden wir gleich mal überprüfen. Das heißt, wir nehmen einfach mal die einfachste Statue da. Da müsste theoretischerweise speichern. So. Ja, das heißt dann also auch nicht der Vater oder die Mutter sind gestorben, sondern das Kind ist gestorben. Ja. Das Grab, was wir sozusagen gesehen haben, wurde wohl das eigene Grab. So, da ist das Teil. Dann gehen wir mal raus ins Menü. Das heißt, wir gehen mal in den Hauptmenü. Dann wird da zwar meckern, dass wir nicht gespeichert hatten und so weiter. Müssen wir mal sehen. Gehen wir mal da rein, ob das so funktioniert. Ladescreen. Ja. Aha. Okay. Weil jetzt in dieser Weltabschnitt ist, dann habe ich das hier als Hintergrundbild. Okay, so, Extras, Spielzeuge. Okay, er hat's drinne. Dann machen wir mal Folgendes. Jetzt will ich mal was überprüfen, ob das auch wirklich so ist, was ich gedacht habe. Das heißt, wir gehen jetzt in die Levelauswahl und gehen jetzt in die Akzeptanz. Das ist ja auch so ein Ding bei den Todesphasen. Das sind diese typischen Todesphasen. Man springt selbst immer hin und her. Es gibt keine feste Reihenfolge. Das heißt also, selbst wenn wir jetzt da oder da hinspringen und so, macht das sogar Sinn. So, dann will ich mal gucken, ob der Vater jetzt auch das Fuchsspielzeug findet. Das wäre extrem interessant nochmal herauszufinden. So, gehen wir mal da durch. Schleichen wir uns mal. Wir sind so am Schleichen. Ja. Ja, und da springen sie alle. Weiß gar nicht, wie schnell wir hier springen können. Ah, jetzt schon. Wir müssen gar nicht so lange warten. Ja, das ist der berühmte Tunnel zum Licht, könnte man sagen, ja? Die Sterne sind dann das Licht. Ja, und zurück bleibt halt der Vater. Und da wollen wir mal gucken. Ob jetzt auch der Fuchs da ist.
Ja, der Fuchs ist da. Ich sehe ihn schon. Da ist er. Ja, deshalb hat er den Fuchs auch als Begleiter gehabt. Weil der Fuchs war schon immer bei ihm. Hm? So viel dazu erstmal. Ne? Will er nicht? Achso, ich muss direkt aufs Ja drücken. Ja. Wow. Bin immer noch hin und weg. Schreibt mal ruhig in die Kommentare, was ihr von solcher Art von Spielen haltet. Schreibt mal in die Kommentare ruhig, ob ich die anderen Dinge noch sammeln soll, ob ich das einfach über YouTube machen soll oder ob ich das über Twitch mit euch zusammen machen soll. Ich verabschiede mich dann mal und wünsche euch auf meine altgewohnten Art und Weise einen schönen, angenehmen Tag. Und wie es so oft ist, man sieht sich gerne auch ein andermal wieder. In dem Sinne, ciao, ciao und bye, bye.